ja, auch heikel drum für den jungen Spieler von der Stadt Volst, für den Ball unzugreifen, wenn es möglich ist. Auf der anderen Seite wird dann ihre Glück natürlich probieren, das zu können. Seite, wo dann mit einem guten Platzierer schon im Spiel den Ball weit rausgespielt wird, gut im Durch platziert wird. Das ist natürlich für die Stärke von Erik. Ja, der gesagt noch schon immer steht zum Gilles Micheli für Fedruna, den an dem Lofeld dann oft einfach nur Hanne gegangen ist, an den Ball von Hanne rangehoben hat, dann Erik Loth, den sich noch nicht beeindrucken lässt, wenn ein Topspiel von Mal van Dessel. Und dann vier beim Durchbleibt, gut platziert der Block an, an den Mal van Dessel, dann dem Moment vom Durchstreck. Ja, Erik Loth, Spieler für Wünscher, den aber aktuell in Österreich aktiv ist, schon seit Jahren, nämlich am letzten Championat gespielt hat. Der Ball, wie gesagt, trotzdem sein ganz Ballgefühl, was er hört, wie in dem Ball, den er aber ganz sicher gegangen war, schon Weltklasse. Ja, heute darf man so ein schönes Match freien. Bei Mal van Dessel hängt ein bisschen davon auf, wie in Lash, was gewinnt. Mal van Dessel, da ist Spieler, den einfach ein bisschen so von singen Love hier, den halt so einfach muss an den Match rankommen, und das schenkt direkt voll durch zu sehen am nächsten Satz. Und auch da Pferd springt aggressiv hier beim Durchzuspielen, und dann kann es für den Erik Loth einfach. Ja, das muss ich sagen, das ist ein halbwegs nicht fertig, das ist eine Anfangsphase. Hat nicht noch so einen Körperspruch, den will den Titel halt, das sei denn, also. Ja. Den aus Haina kommt vielleicht auch nicht dazu. Ja, da das eben noch war, den, was, wenn er fährt, springt, doch noch Punkte zu machen dabei und eben nicht an den Satz direkt an den Rückstand kommt, dann kann eben den Lauf, von dem ich gespart bin, da kann er sich doch an den Rass spielen und dann. Voilà, Obstler Erik Loth. Ja, Spin, Top-Spin, du hast für den Mal auch letztes Jahr schon Probleme mit dem Attack, dass die Ball oft dann über den Durchblock probiert, direkt dagegen zu gehen. Und ja, wird aber du mal richtig schwierig geht. Ja, erwartungsgemäß, muss ich sagen. Also, das von Rittin setzt sich da relativ deutlich nicht, als mit Ulrich 6 durch. Du musst dich. Die Erdlebrecker-Spielerin etwas aufhalten lassen. Hört, wenn du den ersten Satz gewinnt, dann gesagt, dass ein Kassatz wandeln und dass du dann schon so gematscht durch erst zu wandeln. Ja, nicht schon allen bei Singen abschlafen. Im Moment gut ausgesagt, wenn Singen abschlafen, müsst ihr nicht allzu kurz an den Erik Loth relativ Schwierigkeiten. Aber tut sie so halb lang. Erik Loth kriegt es nicht richtig gegraf, ich kriegt es auch nicht kurz gest. Oh, da war natürlich noch ein bisschen Chance dabei. Du warst ein Abschlag, das ist ein bisschen zu lang. Ich habe es so gut gespielt von Erik, den hat ganz weit raus den Winkel genutzt, für den Ball ganz weit raus an Fern zu spielen. Der klassische Spinball, und das kann wirklich der Satz sein von Erik, und du musst den mal sich wirklich darauf halten, weil du den Clashcash schon genug gebracht an das ja auch ganz groß spielen. Oh, schöne Punkte von Mal van Dessel. Wir haben gedacht, Erik Loth liegt am Pferdel, Abschlag, bringt es fertig, mit Spin 1 zu ziehen, den Mal van Dessel, den aber das kann gut reagiert wird. Und dann selber mit einem ganz, ganz festen 4 an Topspin, du kannst den Punkt machen. Da haben wir 10-10. Ja, auf weh. Also, wir kennen das halt geboren, das müssen wir auf jeden Fall so. Welche Spieler, die sich wirklich nicht schenken, ein ganz flotten Durchtennis. Interessant zu sehen, wie unterschiedlich aber welche Spieler in ihrem Spielstil sind. Der Mal, den viel von der Vitas für seine Vierhand läuft, den Erik Loth, den Mehmet Rotation. Und da war der Rizigal, die den Mal immer auf Schwierigkeiten bringen. Ein bisschen Tempo rausgeholt, da war ganz viel Spin am Ball aus. Und wie aus dem Mal oft will, der hat mal ein bisschen Witters an den Ball, die uns schwer zu kontrollieren. Auch heute haben wir durchgespielt. 11-10, Satzball für den Erik Loth. Und das ist der nächste Satz.
Eben Erik Loschenkai, aber noch nicht so ganz klar zu sehen, ob der Ball nicht einfach nach irgendwie das Kant berührt wird. Das ist schwer, hier am auch an der Wiederholung nicht zu sehen. Nee. Das ist immer ganz heikel. Wir gucken hier ein bisschen, Erik müssen abschlagen. Da geht ein bisschen heisch, hier greift ihn un. Schwer, das ist nicht zu sehen. Der bittere Gin, der Punkt. An so mal zwei Erfahrungen bei den Herd ausgegangen ist. Ich würde noch ein Schäge sehen, wie Erik Lodi probiert, den Spin-Top-Spin zu zählen von ihnen, auch wenn man in diesem Fall über den Tisch geht. Aber das ist wirklich ein Teil von seiner Taktik, für den Mal von Dessler Schwierigkeiten zu bringen. Da gucken wir mal von Dessler seine Taktik, dass direkt relativ aggressiv und frei auf den nächsten Ball zu gehen, direkt Top-Spin sich zu bewegen, nur zu zählen. Teilweise auch extrem viel den Rick an dem Lift. Wieder mit unterschiedlichen Taktiken. Und du musst gucken, wen du am besten. Im Moment, das schenkt mal von das sitzen. Ja, unterschiedliche Taktiken, die einfach teilweise bedingt sind durch unterschiedliche Qualitäten. Und Lode mal von das, weil ich heute mal den Rick an den effektiven Spieler, den aber ganz viel umlebt. Ne? Und sind hier an sich geht, in Richtung gegen Goen. Natürlich den neutralen Supporter. Ja, das hat ein bisschen den Erik ausgeguckt im Lauf und dann nicht die einfache Diagonalvariante geholt, mit den Ball parallel gespielt und den Erik ein bisschen überrascht, den nicht mit dem Ball gerechnet hat. Und du gesagt, noch nicht Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr ist das mal wenig gelungen, für so weit zu spielen, wie denn, ob sie so unsehen, ob sie so einfach rüber spielen, dann. Du erweist schöne Punkte von Erik Schell parallel. Ja, also Erik. Hallo, wie ich für den Mal von Dessel, du einen Punkt bei mir in Abschlag zu machen. Der Satzball für den Mal von Dessel, für dann, ob ein Landesmeisterschaft der nächste Satz gegen Erik Luft vielleicht zu gewonnen. Du hast den Service und du musst sagen, dass ganz fair von Erik, den er selber aufweist, dass er den Ball nicht richtig getroffen hat oder Dürbel getroffen hat. Schon, vielleicht mal durch eine Größe hat gewonnen, dass du den Schnaps drehst. Voilà, wir sind zurück bei den Herren. Du hattest mal von Dessel den zweiten Satz aber relativ deutlich konnte für sich entscheiden. Und für dann viel Rotation an den Ball zu bringen. Schlag Erik Loth. Rechtzeitig angreift, wie wenn ihn immer sich probiert zum Laufen. Natürlich sind Spieler US, aber spinrecht sind wie den Fernball. Und da muss ganz anders kommen. Und auch der Gegner Schwierigkeiten setzen, weil es eben ein unterschiedlicher Ball in der Gegner muss klären. Und ich denke, dass das zum Teil ein Unterschied zum letzten Jahr, ne? Wo der Mal zu viel ausrechenbar war, wo er nicht so viel Variation aus dem Spiel hat, auch im Abschlag, Rückschlag viel mehr Schwierigkeiten hat. Und das Jahr gesagt habe, dass er sich an diesen Punkten verbessert hat, dann wir können uns wirklich schon bei einem flott und spannenden Final freuen. Also, die richtige Tendenz, dass er nicht erkennen mehr, dass richtig, dass der Mal von Dessel vielleicht im Moment aber. Ein leicht überhand hört am Match. Ja. Den spielt einfach nur, dass sie nichts machen. Aber statt gut. Ja, aber Erik van Dessel. Ja, dabei ist den Malo nicht unbedingt bekannt, dass der Spieler, der Lo extrem viel direkt kommt, wenn man ihn abschlagen möchte. Wir mehr aus dem Spiel raus, aber wenn gerade Erik den Heidi besser so wie es von Tür hat er den guten Kontertopspin hier da weit raus an. Schöner Punkt, schön kurz gelöscht und Rückschlag direkt und voll durchgezogen und eben auch weit an den Eck gut platziert. Das ist eben ein Ding, dass man normal von Dessel den nächsten Ball nicht fertig springt, gut zu platzieren. Und den Erik kann den blocken, dann ist der Mal auf dem Nodel, geht oft noch Hand und dann könnt ihr zu so Ball, wo den Mal von Hand den Ball muss rausspielen, dann kaum eine Chance, den Punkt zu machen.
ganz, ganz starke Punkte von Erik. Mit der Rückhand wurde mal vielleicht nicht konsequent genug und der Erik nutzt das direkt aus. Aber ja, da sind wir schön, wie der mal den Ball just der Rage gehoben hat, just der Rage löst hat. Was Erik Fiss natürlich auch von den Bällen zu Heijerem bringt, das ist mal direkt durch. Natürlich die Niederling 5 für Tassi Gonneringer bei diesem Abschlag. Mal von Dassel nicht gekommen, da leitet immer 2-4. Da man den Double Mix nach gewonnen hat, wird den nächsten Titel das dann einfach noch nicht mehr so nicht spielen. Im Moment gut am Griff, du. Bringt es fertig, der Mal von Dassel, wann der Mal von Dassel greift, was in dem Ball gut für uns zu greifen, wo er just kann irgendwie auf dem Tisch ziehen und dann den Erik Lothin direkt beim Tisch, was den direkt dagegen geht. Und du findest der Mal von Dassel im Moment kein richtiges Lesen. Er kriegt nämlich die einfache Angriffsball, die in die zwei Sätze für drunter konnte spielen. Es läuft irgendwie hier im Moment alles drauf raus, dass man hier könnte. Ich werde den Entschädigungssatz müssen gehen an diesem Match, wobei dieser Satz war wirklich ganz, ganz klar aus. 10-1. Ja, ich denke, dass du mal von dessen den Satz also schon aufgehakt hast. Das ist ja nur nicht mehr voll. Anzudehlen soll ich natürlich nie einen Satz abgehen, mehr. Wenn wir das Spielstand bringen, aber vielleicht nicht viele alle Register zu zählen und probieren, irgendwie viel mehr Punkte in den Satz zu machen. Kannst du besser eigentlich sagen, man darf zwei aufhaken. Den wird dann den 3-2-4, der kann nächsten Satz dann den Sack zu machen. Dass der Mal nicht direkt an zu einem einfachen Ugriffsball kommt. Und du, der Mal, den. Mal einen fairen Flip heute den Punkt zu machen. Aber das ist eine lange Variante. Das ist überraschend, weil du heute Fall war. Da kann er noch direkt Punkte nehmen. Den Ass für viele Spieler als eine wichtige Variante geben. Okay, erst mal normal, du nicht fertig springst, Druck zu machen, du nicht den Topspin zu platzieren, an den Erik Lege blockiert, als Erik Alkiers am Vierdeel. Ganz schöner Ball, Erik nach Pferd springt der Ball mit seiner Vierhand aus, quasi aus dem Fall rauszuspielen. Ja. Und der Mal dann die ganze Spin aufkriegt, den er nicht kontrolliert kriegt. Ja, eigentlich Avantage für den Mal, mit dem Erik gut verteidigt gegen die Ugressball vom Mal. Und dann hat er einen Spiel gemacht. Da geht keinen Punkt gemacht. Der nächste Punkt geht auch in der Mal. 6-5 war es. Haben wir immer ganz seriös gesagt. Okay. Es hat sich auch ein bisschen an dem Ding gedreht, dass die ersten Sätze, wo ein Beitspieler extrem viele Punkte bei ihrem ersten Abschlag gemäht hat, mal gerade 5-3-4 bei jedem Abschlag kein Punkt gemäht, Erik auf 5-5 ausgedacht, und Erik Abschlag gemäht, mal den Punkt gemäht. Es hat sich ein bisschen gedreht. Das heißt, die stellen sich besser auf dem Gegner an seinen Abschlag ran. Und den Abschlag ist im Moment nicht mehr so den entscheidenden Faktor. Okay. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr Ballwechsel gesehen in der Deja, dass Topschläge tatsächlich bessere Turniere gehen, dafür gehen. Oder vier drunter, du am, wo es schon halb um Ricke lag, war. Ja, da haben wir die Ball, sein Schlüsselzimmer voll, schon von soll ausgesehen, dass das ein Topschläge möchte, wo Erik dann zu heiß oder zu lang zurückspielt, dann mal direkt den nächsten fest platzierten Topspin du kannst spielen. Ja, das haben wir vorher nur geschwört hatten, mit den vielen Rückschlägfehler, die der Erik in Zeit gemacht hat, wo der Woche hat das Sturm gegangen, das für den Ball eben zu verhindern, dass neben den einfachen Ball rüberlädt. Dann dürfen natürlich ein bisschen mehr Risiko gehen, keine Chance, der später Spieler mit den besseren Ausgang für den Erik. 8-6.
Ja, der Mal kann das Spiel von Hanemi, das ja, das war doch seit dem vermeintlich nicht der Fehler von Erik. Möchte halt den langen Abschlag, den Mal zitten und war ein bisschen heisch. Und er will den Erik direkt dagegen gehen. Mit dem Spin vom Ball fällt ein bisschen in der Schad. Spielt der Ball hier über den Tisch. Also immer ja, ja. Zeit läuft oder ob man sich ein traut, den langen zu machen. Nein, für die hat eine Variante. Und der Wegschlag von Erik einfach. Never change a winning team. Das war effektiv der Klassiker, das in der Tennis. Ja, ja. Erik muss sich da einen Abfall lassen für die Abschläge, erst für Jan nicht zurückzuspielen, weil der hat probiert kurz zu lehnen, die Sprung im Alkast zu heischen. Der Maler ist schon Erik am Viertel, der Maler war mit einem schönen Blockball du. Und am Endeffekt kann den Erik aber den Druck machen. Aber ein ganz wichtiger Moment. Den Ball geht durch seinen Abschlag. Und du möchtest eine halblange Variante vom Abschlag. Das ist ein guter Rückschlag von Bessel, den ich traute, direkt umzuflippen. Und dann trotzdem aber noch Hanne gedrückt, passiv geht, dann die Erik Lüth kann den Punkt machen. Zink, zink. Drei Sätze bei Luft. Andermal von Bessel, starke Ball, wir sind durch Schema der Rückhand geholt. Voll durchgezogen, anders spielt sich schon mal sehr feierten Satzball heute zur 3-2-Feierung. Ja, den muss ich mal so spielen gehen, nachdem sie den 3 Satzball vergehen hat, muss ich natürlich die Courage abbringen, für durch so ein Risiko zu gehen. Und der Mal geht halt belohnt. Oh, hallo, einfacher Fehler von mir, kein idealer Rückschlag von Maldo, und ganz, ganz einfache Fehler auf dem Niveau, den ich nicht oft gesagt habe, dass ich spiele so einen Ball do über den Tisch ziehe. Deutlich Abschlag, Rückschlag, überlehend. Und hier ist aber die Tendenz echt in die andere Richtung. Mit dem, der 3-2-Feierung do. Ja, schönen Topspin, Topspin-Duell hier. Oh, ja, Römer, kein Fehler wie ihn sogar im Club nicht so oft gesagt. Weil er war von am Viertel mit dem Mal von links nach rechts geschickt. An dem Mal kommt schließlich noch der Ball auf dem spielen. Da müssen ihre Club aber doch ein relativ einfacher Fehler. Und aber von den Bällen, die wir heute wollen gesehen, die natürlich immer ganz spektakulär sind für die Zuschauer. Wir sind dann heute warten, Mensch, das kann effektiv bereiert. Ja, du hast schon noch kein größtes Diskussion, das kannst du sehen, dass dann. Ball von Mal heute nach Opfer. Ja, nee, Erik wird da doch direkt gut gewesen. Die sind natürlich schon ein bisschen retournieren. Die war den Dauer mit einem schönen Spin-Top-Spin. Der Mal konnte nach Druck setzen und das gelingt ihm das Tor gut nicht. Du schon direkt ein bisschen mehr langen Abschlag. Ganz schönen Ballwissel hier, eine starke Presse. Und Erik den aber du bisschen verzweifelt am Moment dann nicht richtig weiß, weil du immer ein Punkt so hier am Anfang am Viertel war. So hier noch sich Taktik auf der Seite, aber ein Genuss, die Ballwissel, du so gesehen, sie haben gesagt. Ja, du kannst du noch schnell gehen. Gucken wir mal. Ja, von dessen, den hat der Jean-Lo, du hoffentlich nicht den Punkt nicht mehr. Den hört du richtig Selbstvertrauen, das liegt noch. Und Erik muss noch gucken, du der meist den Rhythmus rauszubringen. Und irgendwie mit pur zu pur relativ einfache Punkte zu kommen. Du hast Konfianz so einfach durch und da geht immer mit der Rückhand geht und da geht und hat den Fehler im Umfang nicht so gemacht. Und ja,
da steht den Erik natürlich effektiv ein bisschen ratlos. Selbstvertrauen an. Dann ist er ganz, ganz schwer zu stoppen. Weil er komplett neue Landesmeister gehen bei den Herren, der Mal van Dessel. An falschen Abschlag an der Mal van Dessel als Landesmeister. Erste Kehr seiner Karriere. Mat 18 Jahre gewinnt den heute Landesmeistertitel. Und voilà. Ja, die Bilder schmerzen sehr schnell. Und wir sind aber so ein ganz fair von Erik, den hier applaudiert, den ringenden Zuschauer, den anderen Zuschauer, auch den Mal applaudiert zu seinem Landesmeistertitel. Also hier ein ganz, ganz fairer Verlierer, den wir hier gesehen haben. Auch da das lebenswert, soll man eigentlich erwähnt gehen. Aber trotzdem. Konzentrieren wir uns auf den Landesmeister, Mal van Dessel, 18 Jahre, erste Landesmeistertitel am Einzel. Fährt eine schöne Geschichte für den jungen Sportler, und wann ihn den Mal kennt, und wie viel das ihm das bedeutet und wie viel das ihm dafür geschafft hat.